Hi Leute, Jasper hier. Ich habe ja schon mal ein relativ langes Video zum Thema Omega-3 gemacht, wo ich genau erklärt habe, was ist es für ein Fett, wie viel brauchen wir, warum brauchen wir es, worauf muss man achten, wenn man es aus pflanzlichen Quellen kriegt und so weiter. Wenn du es noch nicht gesehen hast und dich das interessiert, ich hänge es dir einfach nochmal ans Ende von diesem Video hier, dann kannst du dir auch das nochmal angucken. In dem Video hier möchte ich mir aber kurz mal angucken, inwieweit unterstützt denn Omega-3 die Gewichtsreduktion oder die Fettreduktion? Denn Omega-3 hat ja sehr, sehr viele positive Wirkungen, ist sehr entzündungshemmend und so weiter. Aber mal nur bezogen aufs Abnehmen möchte ich gucken, welche Vorteile kann es da eventuell haben. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, da haben sie verglichen, wie schneiden denn die Leute ab, die über 6 Wochen 4 Gramm Fischöl nehmen oder wenn sie 4 Gramm Distelöl nehmen. Also Distelöl hat eher sehr viel Omega-6, während Fischöl eben Omega-3 hat. In der Fischölgruppe haben die Leute dann insgesamt so 2,8 Gramm EPA und DHA genommen. Finde ich, ist ein vollkommen okayer Wert. Gerade für Sportler ist der Wert ganz gut. Kann man auch gerne mal bis zu 3 Gramm EPA, DHA am Tag nehmen. Der Otto-Normalverbraucher bräuchte vielleicht auch etwas weniger, aber es ist absolut kein Bereich, wo es irgendwie schädlich ist oder irgendwas. Also 1 bis 3 Gramm ist da an sich immer noch, gerade für Sportler, ein guter Wert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel, man soll ungefähr 0,5% seiner zugeführten Kalorien aus Omega-3-Fettsäuren bestehen lassen. Also auch das könnte man als Richtwert nehmen. Wie gesagt, als Sportler immer gern ein bisschen mehr. Okay, schauen wir mal in diese Studie rein. Was passiert ist, 4 Gramm Fischöl versus 4 Gramm Distelöl am Tag über 6 Wochen. Also nach 6 Wochen gab es keine merklichen Unterschiede im Gewicht. Also weder zugenommen noch abgenommen, und zwar in beiden Gruppen. In der Distelölgruppe war auch die Körperzusammensetzung ziemlich gleich geblieben. Aber in der Fischölgruppe, und das ist jetzt interessant, ist sowohl der Körperfettanteil gesunken, als auch der Muskelanteil gestiegen. Das heißt, beide Gruppen haben danach noch ungefähr das gleiche Gewicht gehabt, während sich aber die Distelölgruppe eben nicht verändert hat in der Zusammensetzung, hat die Fischölgruppe sehr positive Effekte gehabt, Fett reduziert, Muskeln aufgebaut. Das scheint unter anderem daran zu liegen, dass das Hormon Cortisol gesenkt wurde. Das legt auch eine Meta-Analyse nahe, die hat gezeigt, dass auch bei Übergewichtigen eine zusätzliche Fischölgabe, auch wenn sie andere Parameter noch verbessert haben, dass diese zusätzliche Gabe von Fischöl das Gewicht an sich erstmal nicht beeinflusst hat, weder den BMI noch das Gesamtgewicht, aber der Hüft-Taille-Quotient, sprich das Bauchfett, das hat sich reduziert und das ist gesundheitlich ein sehr, sehr großer Vorteil. In dieser Meta-Analyse wurde also auch geschlussfolgert, dass man nicht sagen kann, dass Omega-3 irgendwie das Gewicht reduziert oder den BMI senkt oder so. Das ist aber, wenn man eben auch andere Lifestyle-Faktoren optimiert, durchaus dabei unterstützen kann, eben das Bauchfett zu reduzieren. Es wurde aber auch extra nochmal dazu gesagt, dass auch noch mehr Langzeitstudien notwendig sind mit noch mehr Probanden. Also wie immer brauchen wir natürlich einfach noch mehr Evidenz, um hier genau zu sagen, über welche Mechanismen läuft das Ganze und ist das Ganze quasi in Stein gemeißelt. Aber wenn man sich ansonsten an die wichtigen Faktoren hält und eben seine Kalorienbilanz hat und sich an die Makronährstoffe hält, die man braucht und so, dann scheint Omega-3 eben auch einer der Stoffe zu sein quasi, die Diät und wie gesagt gerade im Bereich Bauchfett das Ganze doch nochmal zusätzlich unterstützen, auf jeden Fall keine negative Wirkung haben. Das nächste, was man sich angucken kann, ist, inwieweit es denn vielleicht über Umwege hilft, indem es zum Beispiel einfach satter macht. Denn wenn wir leichter satt bleiben, können wir auch leichter das Kaloriendefizit einhalten und somit eine effektivere Diät durchführen. Hier gibt es zum Beispiel eine Studie, die hat sich angeguckt, was ist denn mit Übergewichtigen, die im Kaloriendefizit sind, welche Gruppe ist satter, wenn wir den entweder weniger als 0,3 Gramm Fischöl am Tag geben oder über 1,3 Gramm. Und das Ergebnis war, dass die Gruppe, die über 1,3 Gramm Fischöl am Tag bekommen hat, sich bis zu 2 Stunden nach einer Mahlzeit satter gefühlt hat als die Gruppe mit weniger Omega-3. Man könnte also schlussfolgern, dass Übergewichtige in einer Diät durch Omega-3 länger und leichter satt bleiben. Eine andere Studie untersuchte jedoch nicht übergewichtige Männer und Frauen und gab denen 3 Wochen lang täglich entweder 5 Gramm Fischöl oder ein Placebo und hat geguckt, wie ist denn nach dem immer gleichen Frühstück das Sättigungsempfinden. Und hier kam dabei raus, dass die Gruppe mit den 5 Gramm Omega-3 am Tag sogar mehr Hunger danach verspürt hat. Das heißt, wir sehen, die Studienlage ist hier doch etwas kontroverser, wenn es darum geht, hilft es bei der Sättigung oder eben auch nicht. Hier gibt es natürlich noch viele offene Stellen. Man könnte auch sagen, eventuell hilft es eben Übergewichtigen satt zu bleiben, aber bei Normalgewichtigen hilft es nicht. Eventuell ist es auch so, dass zu wenig Omega-3 eben für mehr Hungergefühl sorgt, aber zu viel auch wieder. Also wir sehen, hier gibt es einige Parameter, die anscheinend noch nicht ganz geklärt zu sein scheinen. Auch hier brauchen wir also einfach noch mehr Evidenz, um sagen zu können, hilft es wirklich bei der Appetitzügelung oder nicht.
Hier würde ich aber erstmal nicht sagen, ja, Omega-3 geht auf jeden Fall in die positive Richtung, denn die Studien sind schon sehr entgegengesetzt und sehr widersprüchlich. Hier würde ich also wirklich erstmal abwarten, was weitere Studien zeigen. Um dieses kurze Video hier nochmal schnell zusammenzufassen, kann man also sagen, Omega-3 hilft nicht unbedingt bei der Sättigung, eventuell verbessert es, eventuell verschlechtert es, aber es scheint dabei zu helfen, wenn man abnimmt und übergewichtig ist und ein Kaloriendefizit hat, um eben abzunehmen, dann kann es dabei helfen, noch etwas mehr und besser abzunehmen und eben vor allem das viszerale Fett etwas stärker zu reduzieren. Und das ist gesundheitlich natürlich sehr, sehr gut. Gerade Übergewichtige haben ja da eben generell ein höheres Risiko. Und für die ist es natürlich umso wichtiger, dieses Risiko schnell zu senken. Ansonsten hilft aber auch die Gewichtsreduktion schon enorm dabei, einfach das Risiko klein zu halten. Ich hatte ja auch schon mal das Video gemacht, ist schnell abnehmen ungesund? Auch das kann ich euch nochmal ans Ende vom Video hier packen, wo man ja klar gesehen hat, wenn man übergewichtig ist, ist schnelles Abnehmen sogar sehr förderlich. Als Ergebnis bleibt Omega-3 also dennoch positiv für die Fettreduktion, auch wenn es vielleicht nicht so viele Wirkungen hat, wie man sich erhoffen würde. Aber wie gesagt, allein die gesundheitliche sollte allein schon ausschlaggebend genug sein. Schaut dazu gerne nochmal mein etwas älteres Video zu Omega-3, wo ich daher sehr, sehr ausführlich darauf eingegangen bin. Wenn ansonsten noch Fragen dazu sind, wie immer ab in die Kommentare, dann sehen wir uns da unten gleich wieder oder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.